Frau Kollegin Brems. Für die Piratenfraktion spricht der Kollege Rohwedder. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer hier und draußen. Ist ja immer spannend, wenn die FDP die Zielsetzung eines SPD-Ministers begrüßt. Und in diesem Antrag trifft die unverhoffte Unterstützung dann den Minister Gabriel und sein Eckpunktepapier für eine Reform des EEG. Ob er sich darüber freut, das wissen wir nicht, aber das interessiert uns auch nicht besonders, denn wir sprechen hier nicht für die SPD oder Herrn Gabriel, wir sprechen für uns und wir stehen zum Umstieg auf erneuerbare Energieträger. Und Sie, liebe Kollegen von der FDP, für was stehen Sie denn nun eigentlich? Für einen marktwirtschaftlichen Neustart der Energiewende. Wie immer muss das marktwirtschaftlich sein, das allein selig machende Modell für alles Glück der Welt. Ganz normale Wirtschaftsesoterik, wie man sie von Ihnen kennt. Und ob es überhaupt möglich ist, die Energiewende mit den Mitteln der ungeregelten Marktwirtschaft voranzubringen, das davon muss bezweifelt werden. Hätten wir die Einführung der Nuklearenergie dem Markt überlassen, dann gäbe es wohl weltweit kein einziges Atomkraftwerk. Wäre schön gewesen. Würden wir sie heute dem Markt überlassen, dann fände sich kein Versicherungskonzern, der eine Haftpflichtversicherung anbieten würde und die Reaktoren würden genauso stillgelegt werden müssen wie ein Auto, für das der Halter keine Versicherung abgeschlossen hat. Aber die Energiewende, die soll dieser Markt dann neu starten. Der zukunftsblinde Markt, der nichts antizipieren, nichts vorhersagen und immer nur verspätet reagieren kann. Und wer das fordert, der will das Ende der Energiewende und er pfeift auf den Klimaschutz. Er pfeift ebenso auf die vielen Arbeitsplätze, die im Bereich der Erneuerbaren entstanden sind und noch entstehen werden. Er pfeift das Lied der großen Energiekonzerne, der Oligopole, die von einer Wende nichts wissen wollen und sich dabei auf die Politik verlassen haben, denn sie selber sind zu träge und zu unflexibel für Reformen. Und darum genau geht es hier. Minister Gabriel stimmt in das Lied der Konzerne mit ein und die FDP, wen wundert das denn, springt ihm dabei zur Seite. Und nun sind die von Minister Gabriel in seinen Eckpunkten genannten Mittel wie Mengensteuerung, verbindliche Festlegung von Ausbaukorridoren und Ausnahmen für die stromintensive Industrie nicht gerade typisch für eine Marktwirtschaft. Das sind ja eher Mittel der staatlichen Lenkung. Aber es geht ja auch gar nicht um einen echten Markt. Es geht um die Interessen von Konzernen, die es gewohnt sind, dass man auf sie hört oder besser ihnen hörig ist. Es geht darum, die Macht der Oligopole, die am Bröckeln ist, wieder zu stärken und zu zementieren. Kanzlerin Merkels Ausstieg aus der Atomenergie und die eilig verkündete Energiewende waren Unfälle, die es nicht hätte geben dürfen. Jetzt geht es darum, die Energiewende auszubremsen, denn es wird eng für RWE, E.ON, Vattenfall und ENBW. Statt mit Gabriel zu singen, sollte man ihm vor das Schienbein treten, symbolisch gesprochen natürlich. Eine Reform des EEG ist nötig und zwei Ziele müssen dabei Priorität haben. Der Umstieg auf Erneuerbare darf nicht gebremst werden. Und das ist entscheidend. Die Energiewende muss in der Hand der Bürger bleiben. Heute sind rund 90% der Anlagen bei den Erneuerbaren in Bürgerhand. Für die Akzeptanz der Windkraftwerke, Biogas- und Solaranlagen ist es entscheidend, dass die Gewinne dort bleiben, wo die Anlagen stehen. Kraftwerke von Bürgern erzeugen Energie für Bürger, Privatleute, Landwirte, kleine Unternehmen, Genossenschaften, kommunale Unternehmen werden sowohl bei der Erzeugung als auch bei der Verteilung der Energie die Konzerne ablösen, wenn diese nicht in der Lage sind, sich auf den neuen Markt zu behaupten. Und das ist gut so. Und Aufgabe der Politik ist es, dafür die Rahmenbedingungen zu schaffen. Das genau muss das Ziel einer EEG-Reform sein. So und nicht anders lässt sich auch der Anstieg der Kosten bremsen. Dezentrale Strukturen bei der Erzeugung sind langfristig betrachtet günstiger als riskante und teure Offshore-Windparks oder Großprojekte, die nur Konzerne finanzieren können. Was ist denn aus dem schönen Desertec-Projekt geworden, das vor 3-4 Jahren durch alle Medien gejagt wurde? Da hört man gar nichts mehr von. Das hat schon seine Gründe. Denn kleine, über ein intelligentes Netz verbundene Blockheizkraftwerke können Wärme liefern und Strom erzeugen, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht. Zusätzliche Speicher schaffen die notwendige Versorgungssicherheit. Und diese Strukturen zu schaffen, das muss das Ziel einer Reform des EEG sein. Und unsere Vorstellung von einer echten Wende hier, die bezieht sich nicht nur auf die Erzeugung, sie bezieht sich auch mit ein, wer entscheidet
und wer davon profitiert. Und selbstverständlich sind uns auch diese Arbeitsplätze wichtig, und es müssen eben Arbeitsplätze sein, die den Anforderungen der Zukunft genügen. Wer sichere Arbeitsplätze will, der darf nicht auf die Technologie von gestern setzen. Regional, dezentral und regionale Wertschöpfung. Das sind die Punkte, und deshalb werden wir den vorliegenden Antrag der FDP ablehnen. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Rohwerder.